Wieso habe ich nur 18 Schuss? Ich habe doch so viel hergestellt. Fällt mir gerade so auf. Ich habe eine Schrotflintenmunition hergestellt. Da hat sich gar nichts verändert. Frechheit. Okay. Okay, hier ist was los. Boah, sieh dir das an. Der reinste Palast. Das nenne ich mal Stil. Lass mich den Anblick genießen. Hey, hey, hey. Die meisten sind im Erdgeschoss. Wir gehen trotzdem mal gucken. Ja, ist zu. So, dann gehen wir runter. Ah, klar. Zyklus, Modul, Gliedmaße, Bein, links, nicht gefunden. Ah, na toll. Und wo soll ich jetzt danach suchen? Bei meiner Kühleinheit. Diese schnurrbärtigen Perversen müssen Sie in den Wartungsraum gezerrt haben. Bin schon unterwegs. Da hinten fliegt schon wieder was. Hier war es mal echt schön, bevor alle umgebracht wurden. Ein wirklich tragischer Anblick. Hey, das ist neu. Hier musst du womöglich dein räumliches Vorstellungsvermögen anwenden. Das womöglich kannst du streichen. Super. Diese Schlösser haben es wirklich in sich. Raus, ne? Nein. Hier. Hey Charlie,
Warum konnten sie nicht einfach überall normale Schlösser anbringen? Solche mit Zahlencodes und so. Wahrscheinlich, weil dann jeder, der den Code gehackt hätte, ohne Berechtigung die Schlösser hätte öffnen können. Ja, aber jetzt kommt man einfach durch, wenn man die Rätsel löst. Das schafft doch jeder. Siehst du mich? Nein. Aber ich sehe dich. Wow. Stimmt, ich muss ja noch leer machen. Da. Da muss ich hoch. Charles, wie sehen die speziellen Neurokonnektoren von Sechenovs Team aus? Auf den speziellen Neurokonnektoren steht der griechische Buchstabe Gamma. Und sie sind wie Armbänder geformt. Man trägt sie am rechten Arm. Gamma? Was ist mit Beta? Oder sind das die gefälschten Konnektoren, von denen du gesprochen hast? Die falschen Konnektoren tragen tatsächlich den Buchstaben Beta. Aber die Beta-Konnektoren waren anfangs echt. Verstehe ich nicht. Die ersten experimentellen Prototypen der Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis hießen Beta-Konnektoren. Es gab nur zwei davon und Dr. Sechenov hat sie so entworfen, dass sie wie Ringe aussahen. Okay, und was ist mit ihnen passiert? Nach Abschluss der erforderlichen Experimente nahm Dr. Sechenov diese Ringe von der Liste der speziellen Neurokonnektoren. Daraufhin wurden verbesserte Gamma-Modelle für die Wissenschaftler angefertigt, die wie Armbänder aussahen, eines für jedes Mitglied seines Teams. Dann gibt es also nur sieben dieser Gamma-Konnektoren. Für Vavilov, Koroljov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filomonenko und Chelomei? So ist es. Ja, das muss ich bewegen, das Ding irgendwie. Das Ding muss ich bewegen. Kann ich da irgendwie rein? Nee, kann ich nicht. Dann hoch kann ich auch nicht. Ich höre da noch irgendwas rumlaufen. Kann ich die Kiste bewegen? Ich kann doch das Ding hier einschalten. Nee. In dem Fall nicht.
Bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt da runterspringe, ne? Da ist ja kein Eingang. Dachte ich vorhin nämlich. Waren keine Magnetdinger oder so, ne? Nein. Ah. So, fast das jetzt zufällig. Kann ich von da aus... Warte mal. Moment. Wir müssen mal gucken, wie die so aussehen, die Dinger. Hier ist ein Gitter. Das heißt, das Ding muss nach oben eigentlich. Damit ich dann hier einen Zugang habe. Okay. Also das, was nach unten zeigt. Okay. Schauen wir mal. So. Räumliches Denken. Und zwar ist es Kapsel 1 im Prinzip. Da und noch einmal. Jetzt müsste. Ja, genau. Dann drehen wir das Ding, dass wir da wieder durchlaufen können. Das ist zu, ja. Auch zu. Das ist offen. So. Aufgepasst. So. Ich nehme mal den Revolver. Mit dem klappt es eigentlich auch ganz gut, ne? So. Kurz gucken. Ne, zu. Okay. Was? Wow, wow, wow. Leute. Komm hier rüber! Oh, oh. Alter! Klitsche mich nicht raus hier! Sieg. So, wir sind hier hochgekommen.
So, jetzt will ich erstmal hier gucken, bevor wir das wegdrehen, hier den Raum. Naja. Okay. Oh Gott. Wer lässt sich solche Rätsel immer einfallen, oder? So, hier mal. Schule. Kommen wir auch nicht runter. Da geht's auch nicht weiter. Okay, weiter drehen. Und da kommen bestimmt Gegner. Kurz, ich kann da durch. Gehen nicht an die Dinger. Renn ich denn jetzt rum? Gummizellen als nächstes. Okay. Und da haben wir wieder das. Sprich, ich muss da durch die Tür. Oh, wie soll das denn gehen? Okay, dreh nochmal. Da wäre auch eine Stange. So schnell bin ich doch gar nicht, oder? Oh, was haben wir denn da? Ist das von vorhin? Ne, ist ein anderes. Ah, okay. Komm, dann gehen wir da mal runter. Checken mal kurz die Lage hier. Okay. Drehen wir mal von hier. Würden die doch gehen, oder?
da muss ich quasi hin. Du Scheiße, Alter. Da ist das Ding. Was ich von hier nicht benutzen kann. Aller seid ihr abgedreht. Da sind die wieder. Die nicht funktionieren. Dran springen kann. Ja, so vielleicht. Nee, nicht mal so. Die Tür zu dem Magnetraum. Oh, Leute, echt. Soll ich nicht hier wieder rauskommen? So. Aha. Okay, was bewege ich jetzt? Fall ich runter? Wow, wow, wow. Räume der Anlage erreicht, Major. Eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja. Auf und davon. Was bist du, Alter? Solche Roboter habe ich noch nie gesehen. Oh, die will ich auch nicht sehen. Dieser Roboter ist im Nahkampf sehr gefährlich. Ach, deshalb kriege ich hier eins auf die Schnauze. Hey, natürlich ist da noch einer. Yes, ist nein, Alter. Hat was versteckt? Nee. Da ist das Bein. T.
Charles, Dr. Sechenov hat doch nie ein Armband getragen. Sieht der Alpha-Connector irgendwie anders aus? Und ob? Dr. Sechenovs Gerät ist einzigartig und Form und Ort gehören zu seinen bestgehüteten Geheimnissen. Dann muss sein Alpha-Connector also gut bewacht sein. Und wer macht das? Argentum? Es wäre viel zu riskant, Menschen damit zu betrauen. Er wird von Dr. Sechenovs persönlichen Leibwächtern bewacht. Den Ballerina-Zwillingen? Ihre Bewegungen sind so anmutig und elegant. Oh. Körper hier zusammensetzen. Ich wollte gerade sagen, was für Gegner. Aber ja. Und hier ist dein Bein. Diese Selbstreparatur ist ja cool. Immerhin. Dann eine Etage höher. Einen Schuss. Dann brauchen wir gar nicht zu versuchen. Nehmen wir gleich die... Ja. Den Revolver. Zyklus, Modul, Gliedmaße, Arm, rechts Aua. Gefunden, Ort, Wawilow-Etage, Übertragung gestört, Daten unvollständig. Was ist denn? Warum können wir das Modul diesmal nicht lokalisieren? Ich kann leider nicht helfen. Es gibt eine Störung auf dieser Etage. Mögliche Störquellen könnten eine elektromagnetische Abschirmung oder ein langes, gestrecktes Objekt sein. Ein großes, längliches Objekt? Klingt ja merkwürdig. Okay, das ist ein großes, längliches Objekt. Toll, ein dicker Brocken und viele kleine Mistviecher. Was soll ich denn damit machen? Was ist das, ein Spiel für Kinder? Das ist ein Logikschlüssel. Nicht schlecht. Und wofür? Ich glaube, er aktiviert eine Art Prozess. Oh, komm. Muss es unbedingt mit links sein? Alter. Das ist nicht euer Ernst, oder? Warte mal, geht das auch mit... ...mit denen? Nee, okay, warte mal. Ich wechsle mal die Hand.
Oh, geil. Oh, scheiße, Charles. Oh, scheiße. Ist das der Prozess, den ich gerade aktiviert habe? Lauf! Wohin denn? Hey, hey! Scheiße, was soll das? Ja, gib her. Danke. Du scheiß Metallarschloch. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Das war knapp. Ja, scheiß drauf. Wenigstens habe ich den Arm. Der hier sieht richtig aus. Suchen wir den Rest. Oh, den wird zugemacht, die Schmeine. Ah, yo, Alter. Seid ihr ganz bekloppt jetzt? Bete zu deinem Blechgott. Oh Mann, Alter. Kein Motor mehr. Wie gefällt dir das? Alter, ich muss hier raus. Bin gleich tot. Zwei fürs Zusammenzucken. Auf die Dinger zu reparieren. Hier eins. Auch da keine Munition mehr. Ja, jetzt wird's blöd. Frag noch einen Schuss. Licht aus. Offen. Na, ich kann mir eben Teile sammeln. Oder hab ich noch was zerstört? Was? Ne. So, jetzt kommen hoffentlich kein Gegner. Warum hat der Boss die echten Beta-Konnektoren außer Betrieb genommen? Waren sie kaputt? Nicht ganz. Dr. Schützenhoff war nicht überzeugt, dass es bei Kollektiv einen Bedarf an Entscheidungsbefugnis gab. Also wollte der Boss Gleichberechtigung und hat wegen Molotow seine Meinung geändert? Vielleicht, Genosse Major. Was soll das heißen, vielleicht? Dr. Schützenhoff wollte Gleichheit für alle. Daran besteht keinerlei Zweifel. Aber es gab den Alpha-Konnektor schließlich gleich von Anfang an. So, jetzt muss ich aber erst die Gegner töten, ne? Boah, du Arloch.
Ja, okay, der erste Arm passt. Oh. Ich bin gleich tot, Mann. Ich brauche dringend Energie. Oh, da hinten kommen die anderen. Lass mich. Oh nee, noch einer. Was ist das? Wo soll ich denn hin? Noch eine Etage höher. Okay. Komm, hier geht auf. Geht doch wieder zu. Schnell. Aha. Boah, Alter, was hier abgeht. Ich brauche dringend ein Health Pack und Munition. Ich habe nichts mehr. Noch so ein Teil. Was soll ich damit? War gar nicht Teil der Mission. Oha, das ist neu. Was ist denn mit Ihrem Kopf los? Willkommen! Tritt näher! Hab keine Angst vor meiner Macht! Was? Ich hab noch den Glauben an den Weg. Ist das noch eine ganz Leiche? Genau. Ich bin das Orak. Einzige, was zählt. Ich bin die Allsehende. Früher war ich eine einfache Archivangestellte. Jetzt aber bin ich allmächtig. Boah, ich bin langsam auch kaputt, ne? Speicherpunkt wäre geil. Ich weiß alles. Und ich bin alles. Alles klar. Das fehlte gerade noch. Charles, die hier ist total durchgeknallt. Wieso so skeptisch? Sergei Alexejewitsch, du solltest lieber Viktor Petrov ergreifen, statt meine Größe anzuzweifeln. Eine interessante Abweichung. Diese Frau leidet an einer Polymer-Überdosis. Das passiert, weil ein menschliches Gehirn an eine große Datenmenge angeschlossen wird. Das hat sie offenbar umgebracht. Und jetzt hat sich das Orakel mit dem gesamten WDNH verbunden. Sie hat Zugriff auf alle Rechner, Kameras und Terminals. Also ist sie Teil des Komplexes? Mit unbegrenztem Zugriff auf alles? Du bist also das Orakel. Kannst du das beweisen? Ich muss dir meine Macht nicht beweisen, Sterblicher. Aber es könnte ganz amüsant sein. Was willst du? Soll ich dir von deiner unbekannten Vergangenheit erzählen? Oder den guten Geistern, die dich umsorgen und auf ewig lautlos weinen werden? Aber wozu das Ganze, wenn du nicht mal siehst, was direkt vor deiner Nase geschieht? Ah, du schwingst ja große Reden. Machen wir es doch nicht so kompliziert. Kannst du diese Tür für mich öffnen? Ob ich kann? Und ob ich kann. Ich kann alle Türen öffnen. In der Vergangenheit wie in der Zukunft. Sieh her. Öffne dich. Oh. Charles, nachdem die ganze Beta-Connector-Idee tot war, haben Sie also die Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis gemacht? Leider ja. Der Machtkampf im Kreml hört niemals auf. Die Parteiführung wollte auch bei... Genosse! Hey, Genosse! Hilfe! Hol mich hier raus! Ich bin ein Student von Natur! Und mein Vater ist eine sehr bedeutende Persönlichkeit! Herzlichen Glückwunsch! Aber das bringt dir nichts mehr. Was meinst du damit? Weißt du überhaupt, wer er ist? Er kann dir ein Haus auf dem Land bauen lassen, dich auf eine Urlaubsreise schicken. Oder willst du vielleicht ein Auto? Na komm schon, Mann. Hol
mich einfach hier aus! Ganz egal, wer dein alter Herr ist. Sein Sohn ist tot. Was? Wie meinst du das, tot? Wie sollte ich dann mit dir reden? Bist du blöd oder was? Du gehörst zur Arbeiterklasse, also arbeite auf der Flucht nochmal! Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nein, und es ist mir auch scheißegal, wir sind keine Freunde, ja? Geht das in deinen dicken Schädel rein? Und die Arbeiterklasse kann sich wehren, du rückgratloses Stück... Ach. Fleisch? Warte, bin ich wirklich... Scheiße. Und ja, du bist es. Ich sag der Führerin deiner Gruppe Bescheid. Jo. Da liegt was. Noch so ein Teil. Du bist brav, ne? Was? Du? No map. No map. No map. Ah, da hätten wir jetzt ruhig die Energie auffüllen können. Das wäre doch nett gewesen. Scheiße. Nee. Charles, nachdem die ganze Beta-Connector-Idee tot war, haben Sie also die Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis gemacht? Leider ja. Der Machtkampf im Kreml hört niemals auf. Die Parteiführung wollte auch bei Kollektiv die Macht haben. Aber es ist doch unsere Regierung. Wir sind die UdSSR. So ist es. Aber Kollektiv nicht, war für alle auf der Erde gedacht. Nee, und die UdSSR ist nicht das einzige Land. Wir können Kapitalisten und Imperialisten nicht in Kollektiv lassen. Warum nicht? Kollektiv als weltweiter Zusammenschluss gleichberechtigter Menschen, in dem Roboter alle Arbeiten erledigen. Jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Das hören die Kapitalisten bestimmt nicht gern. Leider ist... Hör, Legenden sterben nicht. Das gilt selbst für landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Die Proben der speziell gezüchteten Pflanzen, die hier zu sehen sind, können in jeder Umgebung überleben. Sogar auf der Oberfläche anderer Planeten. Was? Ach. Alter. Das Vieh gesehen. Und noch so ein Vieh. Oh, ich muss hier raus, Mann. Oh, ich komme hier aber nicht raus. Ich bin des Todes. Ha. Diese fliegenden Viecher. Da habe ich noch nicht mal genug Munition, um auch nur einen Schuss auf eins, also auf jedes von denen zu schießen. Da haben wir 4 Schuss. Da haben wir wieder 2. Da haben wir nichts. Ja. Charles, nachdem die ganze Beta-Connector-Idee tot war, haben Sie also die Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis gemacht? Leider ja. Der Machtkampf im Kreml hört niemals auf. Die Parteiführung wollte auch bei Kollektiv die Macht haben. Aber es ist doch unsere Regierung. Wir sind die UdSSR. So ist es. Nirgendwo rein. Aber Kollektiv okay. war für alle auf der Erde gedacht. Und die UdSSR ist nicht das einzige Land. Wir können Kapitalisten und Imperial... Legenden sterben nicht. Das gilt selbst für landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Die Proben der speziell gezüchteten Pflanzen, die hier zu sehen sind, können in jeder Umgebung überleben. Alter, zieh die Knarre. Alter, was soll ich denn da machen? Fängst du auch noch an? Oh, fickt euch doch ins Knie.
So, dann gehe ich da jetzt einfach erstmal nicht hin. Weil da muss ich ja nicht hin. Da bin ich ja nur hingekommen irgendwie. Oh, guck mal da. Ich könnte mir den Loot noch holen. Nee. Nee. So. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal hier. Scheiß auf Munition. Bitte Vorgang auswählen. Geht aber was, ne? Komm. Na, für Munition hätte ich gar nicht genug. Dann gehen wir auf Health Packs. Warte mal. Bitte Vorgang da ist so auch ein Lager, ne? Gucken wir, was ich alles noch hab. In meinem Lager. Alter, was geht denn hier? Dynamo. Okay. 90 Kalaschpatronen. Da hab ich gar keine Knarre dafür. Einfach darüber, ja. Kalaschpatronen. Feuerkartusche. Wodka. Kondensmilch. Kalaschpatronen. Das ist die Elektro, genau. Komm, wir mal hier. Sortieren. Fatboy-Raketen. Ich denke mal, dafür brauche ich einen Raketenwerfer. So, aufpassen. Ich weiß nicht, wofür die Dynamos da sind, aber ich nehme sie mal mit. Ah. Komm, dann nehme ich doch lieber die großen. Gibt es noch größere? Nein. PM-Munition. Ach, guck mal da. Jetzt weiß ich, wo die ganzen Sachen sind, die ich hergestellt habe und nie aufgetaucht sind. So, Medikit. Medikit. Oh, guck mal, noch mehr. Aber das reicht erstmal. Guck mal, die Dynamos scheine ich dann aber auch nicht zu brauchen, ne? Wenn ich da noch welche drin habe. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Dat und dat. So. So. Bisschen sortiert. Ist das geil? Verbesserung. Verbessere ich.
So. Was? Der Kettenblitz kann ein zusätzliches Ziel treffen. Für die Knarre oder was? Neue Handschuhe. Charakter. Photonbecken. Erhöhter Anzugschutz vor Laserangriffen. Oh, die haben mich gerade mit Laser angegriffen, ne? Medieeinheitverbesserung. Die eingebaute Medieeinheit deines Anzugs regeneriert mehr Gesundheit. Jawollo. Weitere Verbesserungen des Anzugs erhöht deine maximale Gesundheit. Erhöht die Kapazität von Kartuschen. Zusätzlicher Sprint. Resistenz gegen Elementarschäden. Feuer zum Beispiel. Was ist das? Resistenz gegen physischen Schaden. Jawohl. Das kann ich eigentlich nicht gebrauchen, ne? Kraftreserve. Und das war Kartuschen. Okay, Erfrierung. Massentelekinese. Polymerstrahl. Im Handschuh Polymerschild. Energie des Charakters. Das. Okay. Na, das sollte doch jetzt aber mal, ne? Wo ist das Speicherding da? Speichere Daten. So, jetzt mal aufgemerkt. Dann kann ich da auch wieder rein. Und meine Ehre verteidigen. Charles. Nachdem die ganze Beta-Connector-Idee tot war, haben Sie also die Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis gemacht? Leider ja. Der Machtkampf im Kreml. Höher und höher. Legenden sterben nicht. Das gilt selbst für landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Die Proben der speziell gezüchteten Pflanzen, die hier können in jeder Umgebung. Hätte ja sein können. Sogar auf der Oberfläche anderer Planeten. Da. Jetzt noch der Roboter, ne? Hey. Er ist immer noch mein Freund. Oh. Jetzt ist er nicht mehr mein Freund. Komm. Du störst mich. Who's your daddy? Okay. Mal gucken, wo wir noch was einsammeln können. Nirgends. Okay. Ich wollte gerade sagen, mach jetzt keinen Scheiß.
Okay. Wie komme ich denn ins Inventar? Ah, guck mal hier. I? Tatsächlich. So. Da ist jetzt dieses Blumenteil gar nicht aufgeführt. Ich glaube, das ist gut. Ah, guck mal, hier ist auch die Karte. Wenn denn ein da ist. Okay. So, jetzt erstmal speichern. Ganz wichtig. Speichere Daten. Rutsch mal nicht aus. Sieht aus wie hunderte Bananen. Hä? Achso, oben. Im Ding. So, ich habe wieder jede Menge Munition und... Ah! Hab ja ein paar. Habe ich drei oder zwei? Ich habe drei. What? Sei doch nicht so zu mir. Du auch nicht. Oh. Hörst du auch mit deinem Laser? So, und was habe ich hier jetzt gemacht? Nix. Okay. Gut, dann noch eine Etage höher. Machen wir. Warte mal. Höher. Eine Etage höher. Und du, hör auf, die zu reparieren. Ich wollte heute sterben. Hat geklappt. Also, seid tapfer. Ich muss los. Alter. Bis der mal so weit ist mit dem Schießen, ne?